Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Nee, wir spielen die Presse. Bitte! Oh, stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Natürlich, das sagen sie immer. Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Oh Gott. Bitte! Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzt. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des... Warum erinnert ihr mich an Merkel? Volkes. Danke. Das wäre alles. Okay, die öffentliche Meinung ist positiv, sehr gut. 11. November 2038. Das Ganze alles in 5 Tagen. Um 22.48 Uhr. Wahrscheinlich mit Kara. Oder? Connor, das könnte auch sein. Connor, wahrscheinlich Connor. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Müssen wir jetzt Abweichler spielen? Connor dazu noch? Also nicht Abweichler, sondern funktionierendes Modell? Kann Connor sowas überhaupt noch? Connor ist klug, ich hoffe, er kriegt das hin. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Oh, 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 oh. Die misstrauen uns. Ich glaube, das Problem hierbei ist einfach, dass Amanda misstrauisch ist. Und das sollte so nicht sein. Ich glaube, da habe ich ein bisschen Mist gebaut teilweise auch. Sieht hier so geil aus. Ich habe hier sonst auch nichts, was ich machen kann. Ich muss der Wache folgen. Und so wird vielleicht auch geprüft, ob ich Abweichler bin, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Also meinen Befehl nicht folge. Da stehen schon ein paar, die wahrscheinlich bald zerstört werden sollen.
gemacht. Wie so auf einem, wie damals im KZ, wo man einfach so in Reihen stand und dann erschossen wurde. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Erreicht das Lager auf Etage 49. 49? War es 49? Was? Hey, nicht anfassen. Oh fuck. Schon wieder so eine Zeitsache. Okay, konstruier vor. Oh, das ist cool. Simulationsergebnis Fehlschlag. Nee, dann müssen wir das anders machen. Dann fangen wir vielleicht mit dem Typen an. Das funktioniert. Mach. Das Ziel. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Ziemlich cool. Westside Industrial, Detroit. Um 22.51 Uhr erreiche den Busbahnhof. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Du bist witzig. Du bist witzig, Spiel. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Dass du mich hier immer auf solche Zeitfragen stellst. Und ich wollte eigentlich aufhören. Ich muss hier erstmal klarkommen mit dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht und so. Aber ich denke, es wird noch eine Weile sein. Die haben sich umgebracht. Das ist so heftig. Alter, das ist so heftig. Kann mit Alice sprechen? Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Temperaturintensität. Ach, Moment. Diese Kinder sind scheinbar ein bisschen anders konzipiert. Die spüren Kälte und müssen essen. Ist das richtig? Deaktivieren wir das? Ich hoffe, es ist kein Fehler. Gleich geht's dir besser. Danke. Ah, also die Kinder sind scheinbar ein bisschen anders konzipiert. Man darf sie essen lassen und sie können Kälte spielen, einfach wie ein echtes Kind, damit man das Gefühl hat, man kümmert sich um irgendwas. Okay. Das ist natürlich... Das ist eine Pistole, oder? Nimm die mit. Aber definitiv nimmst du die mit, mein Fräulein. Für jeden Fall. Na komm. Lass uns gehen. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Sterben lassen. Bitte nicht! Ich hab nichts gesehen!
Ich möchte nicht an den Soldaten vorbei. Guckt ihr doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Oh, ist das krass. Den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern. Oh, ihr Arm. Zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Kann sich doch nicht dort verstecken, da sieht man dich doch. Na los, Bewegung! Weilung, weiter! Oh Gott, hoffentlich wird das was. Da drüben, das ist Loser. Wir können nichts tun, Alice. Die oh doch. Die sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Rette Lufa, bitte. Okay, gehen wir. Hey Kumpel. Mein Gott, er lebt noch. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein. Oh Gott. Bitte. War das Lufa? Ich glaube, es war nicht Lufa. Finde eine Waffe. Nee, warte, was? Ich hab doch eine Waffe. Nähere dich langsam. Langsam? Oh mein Gott. Keine Bewegung! Nein, 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 ich hab doch gedrückt. Ich hab gemacht. Scheiße, wo kommst du denn her? Kara! Ich hab gemacht! Na los, hier lang! Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Ich habe gedrückt! Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Ich habe gedrückt, verdammte Scheiße. Aus Kamera, das Perspektive, das ist so geil. Oh, das mit Lufa ärgert mich gerade so richtig. Was? Ich denke, es ist nicht Karas Tod, es ist bestimmt Lufas Tod, den ich damit jetzt gerade gemacht habe. Gut. Und da hinten sind die Menschen. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Er geht weiter vor. Oder wir eröffnen das Feuer. Wer rein hat? Wieso? Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Wir schaffen das. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Feuer!
Wieso tun die das? Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Aufgepasst. Oh nein. Mist. Oh, super. Hätte ich das merken können? Ach so. Fickt euch alle, ganz ehrlich. Ich bin fucking Connor. Wandle Androiden um. Oh, er kann das auch. Natürlich, er ist ein Nachgängermodell von Marcus. Natürlich kann er das. Und wie? Wie kann ich die umwandeln? Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Nein. Es gibt einen neuen Connor. Oh nein, bitte, bitte, bitte. Bitte, das mit Lufa muss geklappt haben. Wo bringen sie uns hin? Was auch geschieht, wir halten zusammen. Ja. Wo ist Lufa, bitte? Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren. Na los, raus da! Beeilung! Raus! Was ist das? Oh mein Gott. Scheiße. Das mit Lufa habe ich echt verkackt, ne? Wir hätten den Bus kriegen können. Wir hätten den Bus so kriegen können. Bitte. Los zu den anderen! Sofort! Rückrufzentrum downtown. Vorwärts! Ich habe Angst. Ich will nicht gehen. Wir haben keine Wahl, Alice. Nächster! Nein, Kara. Ich kann nicht. Du musst nur durch das Tor gehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin hinter dir. Gut, du erst. Du kannst kleine... Du musst das jetzt wirklich tun. Tu's für mich. Bitte. Los jetzt, du bist dran. Oh, bitte, lass das kein Erschießungslager oder so sein. Und bitte, lass Lufa noch leben. Ich hab das echt verkackt.
Es tut mir leid. Deaktiviert eure Haut. Beeilung. Nein. Oh, fuck. Bitte, Kara, nicht. Wir müssen. Ausziehen. Wirf die Sachen in den Container. Ich hätte das nicht verkacken dürfen. Scheiße. Los jetzt, hier lang. Bewegung. Du, bring den da zur Halde. Nein, nein, bitte, ich bitte Sie. Du hattest einen Befehl, gehorche sofort. Bitte, bitte töten Sie mich nicht. Bring die Trailer weg und zackig. Sofort, Sir. Vorwärts! Ich konnte da nichts machen, sonst wären wir das gewesen. Ich kann jetzt nicht noch riskieren, dass das noch schlimmer wird, als es ist. Du, darüber! Nein, halt, wir gehören zusammen! Darüber, na los! Sie haben euch auch erwischt. Na super. Sie haben alle Jerrys geholt. Sie haben uns getrennt. Aber alles wird wieder gut, oder? Weißt du, wo Alice ist? Alice? Die Kleine? Wir wissen es, ja. Wir haben sie gesehen. Kara, wenn wir dir helfen können, dann sag es. Wir müssen die Kleine retten. Ja. Was ist hier, Ralf? Wusste das? Finde den anderen Jerry da hinten. Jerry? Jerry? Ralf wollte nichts Böses tun. Nein. Nein. Kara. Jerry, ich muss Alice finden. Weißt du, wo sie ist? Du bleibst hier. Wir sind gleich zurück. Bist du okay? Bist du verletzt? Mir gefällt es hier nicht. Wir müssen weg von hier. Na los, Bewegung! Na los, nein. Du auch! Einen Moment! Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Ah! Alice! Wie? Wie sollen wir zu Alice gehen? Können wir zufahren?
Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Alice. Wo ist Alice? Ich schalte mich jetzt nicht ernsthaft ab. Und du, los hier lang. Und du, na los, mach mal hin. Na los, schneller. Ich werde mich nicht abschalten, bitte. Ich wusste nicht mal, dass sie mich meinen. Das läuft alles nicht gut, vor allem mit Carol nicht. Was habe ich nur getan? Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Barrikade verstärken. Das Auto sieht super aus. Hey, helft mir! Allen Charakteren läuft es irgendwie gerade voll beschissen. Vor allem mit Kara, sie wird sich abschalten. Ich hoffe, dass das noch hinkommt, dass wir sie noch retten können irgendwie. Wenn nicht, bin ich unheimlich traurig. Gut, das sollte reichen. Ich hätte mich nicht bewegen dürfen. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Ich weiß nicht. Was ist überhaupt das Richtige? Was ist hier noch richtig? Ich meine, es ist irgendwie Krieg. Gibt es im Krieg überhaupt ein richtig und falsch? Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst, ich will mich nicht abschalten. Es ist okay, Angst zu haben. Ich habe auch Angst. Aber ich kann doch nicht zusehen, wie sie uns töten. Das verstehst du doch, oder? Vielleicht hätten wir nie Freiheit fordern sollen. Das wäre nie passiert, wenn wir geschwiegen hätten. Aber wenn wir geschwiegen hätten, dann hätte sich überhaupt nichts verändert. Dann wären viele von denen jetzt nicht frei und könnten überhaupt so denken. Dann wären wir halt jetzt immer noch ein Haufen Blech und Plastik. Und die Frage ist halt, wäre das besser als das? Was sind denn eigentlich meine Aufgaben? Überprüfe die Soldaten, unterstütze deine Leute, schicke die Journalisten eine Botschaft. Okay. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas wird. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Ich glaube, die meisten haben halt einfach auch Angst. Wir sind Maschinen, die dazu erschaffen wurden, zu dienen, und wir machen nicht das, was wir sollen. Und davor haben die Angst. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert.
sind am Leben. Was sollen wir noch tun, um den Menschen eine Botschaft zu schicken? Dass wir einfach nur frei sein wollen. Und dass wir überhaupt keinen Ärger machen wollen, sondern eigentlich nur in Frieden leben. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Wir brauchen Connors Truppen. Ich hatte wirklich gehofft, sie würden verstehen. Dass sie begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Warum wollen sie nicht erkennen, wer wir sind? Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Okay. Wir haben auf jeden Fall Norf auf unserer Seite und das ist gut, glaube ich. Und jetzt ist nur noch den Journalisten die Nachricht überbringen. Und nichts anderes werden wir jetzt tun. Oh, wir haben noch so eine Zeitung. Sie fordern uns heraus. Androidenaufstand in Detroit. Marcus! Marcus, komm her! Mann! Ich wollte es gerade lesen. Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon. Ist das dieser komische FBI-Agent? Sie werden dir nichts tun. Der verarscht uns. Geh nicht. Es ist eine Falle. Ist es. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Aber die anderen sind es. Ich habe nichts mehr zu sagen. Lasst mein Volk frei, dann reden wir. Ich will mit dir verhandeln. Wolltet ihr das nicht? Verdammt. Ich lasse ihn entscheiden. Ihr kennt meine Antwort. Dann machen wir es anders. Er wollte nicht reden. Er wollte nicht reden. Scheiße. Der hätte uns abgeknallt. Also nicht er, aber die anderen dann. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn! Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen! Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Nein, 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 das wollte ich so nicht. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nein. Nach allem, was zwischen euch war? Nein, will ich nicht. Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Bitte. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners?
oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Oh fuck. Was zur Hölle, bitte? Freck dich, du. Ich will keine Quick Time Entrance mehr. Nein, nein, nein. Ich will das nicht. Ich will gewinnen. Wer sind wir gerade eigentlich? Wer gewinnt? Oh, danke, Hank. Bitte. Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Oh Gott, oh Gott. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Wir müssen ihm beweisen, dass wir der echte sind. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sumo! Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Mein Sohn, wie heißt er? Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen Sie Androiden. Oh Gott. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Oh Gott. Oh, es tut mir so leid, dass ich die ganze Zeit weinen muss. Es tut mir so unglaublich leid. Wach auf! Wach auf, wach auf. 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 Wenigstens läuft das. Ich muss nur irgendwie Kara retten. Ich hoffe, das geht. Wach auf. Gott. Es sind viele. Und so gewinnt man eine Revolution. Oh nein, nein, nein. Rückrufzentrum 5. Shit. Wir fahren uns gleich runter. Wir werden uns gleich runterfahren. Das ist grau. So. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört. Verstanden? Und ich will das nicht nochmal sagen. Na los, vorwärts. Ich will mit dem... Nein, nein, nein. Ich wollte doch nur mit dem Androiden reden.
Warum sind wir hier? Was werden sie mit uns machen? Von wo? Alice! Cara! Nein, Alice, rühr dich nicht! Aber ich habe Angst! Ich weiß, du hast Angst, Alice, aber du musst mir vertrauen. Bleib, wo du bist, okay? Was auch passiert, rühr dich nicht! Lass mich nicht allein, Cara! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich helfe dir, Carl. Okay. Ich kann die Wache ablenken. Danke. Sorge für Ablenkung. Die Frage ist, was bringt das noch? Wir fahren uns eh runter. Lass dich nicht entdecken. Na super. Was ist hinter den Türen? In die Reihe. Komm, lauf, lauf, lauf. Bist du taub? In die Reihe hab ich gesagt. Schnell, schnell, schnell. Ich hatte solche Angst. Kommst du noch? Na los, Bewegung! Danke. Oh Gott, danke. Steht es mit dem Runterfahren immer noch? Ja, entkomme. Oh Gott. Fluchtweg. Okay, wir haben einen Fluchtweg. Wir müssen nur dorthin kommen. Wir müssen laufen. Und da werden wir dann zerstört, oder? Entkomme. Wie sollen wir da vorkommen? Wir haben keinen. Fuck. Mit Ralf? Ralf? Natürlich will Ralf nicht sterben. Aber er will auch nicht, dass die Kleine stirbt. Ralf kann euch helfen zu fliehen. Du musst es Ralf nur sagen. Und Ralf hilft dir. Aber wir können Ralf nicht. Wenn du was versuchst. Ralf weiß das. Oh Gott. Aber wenn die Kleine frei ist, ist es ein bisschen so, als ob alle frei sind. Oh Gott. Ralf hat keine Angst. Das Leben der Kleinen ist wichtiger. Das ist so lieb von ihm. Ralf, schick mich, aber sicher. Luther. Sie dürfen euch nicht töten, Kara. Sie werden nicht das Einzige zerstören, was ich liebe. Aber wir können auch nicht hinfuschen. Nein, Luther. Du darfst dich nicht opfern. Es muss auch anders gehen. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Nein. Es gibt noch einen anderen Weg. Was ist das für ein Weg? Ich helfe dir, Kara. Ich kann die Wache ablenken. Danke. Dass wir so viele Leute haben, die uns helfen. Luther schicken, Ralf schicken. Sind die Monster. Sehr gut. Was hier? Luther kommt auch mit. Oh mein Gott, gut. Was ist los mit dem? Keine Schnell, Ahnung. Aber hier. Hey, hört sofort auf, verstanden? Gott. Ich sagte aufhören. Geh mit. Das sind irre. Karl, komm schon. Was machst du denn? Du musst es unbedingt in einen von diesen Lastern schaffen. Ich werde nicht mitkommen können. Doch, du gehst mit, bitte. Was? Was meinst du? Du verlass es mich nicht. Es ist zu spät, du musst jetzt gehen, verstehst du das? Ich liebe dich, Kara. Ich liebe dich.
will Kara nicht verloren haben. Da drüben! Nein, 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 nein. Bitte. Toll, einer unserer Hauptcharaktere. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen. Obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Sie sollen nicht schießen. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen.
es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Nichts mehr sagen, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Bis am Ende. Das mit Kara ist grausam. Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Wieso habe ich meine Mission erfüllt? Ich habe doch... Es muss einen Ausweg geben. Nein, Weg nach draußen. Oh, ich kann einfach nicht mehr. Es gibt immer einen Notausgang in deinem Programm. Man kann ihn wissen. Finde einen Weg nach draußen. Vielleicht dieses Ding, wo wir unsere Hand immer dran gehalten haben, was nie irgendwie nichts gebracht hat. Da hinten. Dieses Ding, genau. Was ist das für ein Vieh? Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Connor. Was heißt das? Was ist das für ein Ding? Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Sehr gut. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Doch jetzt immer nur die eine Sorte. Das ist doch ziemlich blöd eigentlich, wenn so viele gestorben sind und noch so viele in den Lagern sind. Connor, bitte.
Abfalldeponie außerhalb von Detroit. 7.37 Uhr. Da liegt bestimmt keiner. Es ist Kara. Oder? Nein, es ist nicht Kara. Es ist Luffa. Warum liegt da Luffa? Ich hab ihn doch eigentlich bis er nicht mit Alice und mit dem Kara verloren. Das war's jetzt. Was? Oh mein Gott. Also, ich kann euch versprechen, wir werden das letzte Kapitel nochmal spielen, einfach um Kara noch zu retten und das gute Ende zu sehen. Was passiert, wenn wir Kara am Leben lassen? Mann, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Einfach diese einmal dieses Scheiß drücken und sie wäre nicht erschossen worden und hätte sich nicht selbst, also wäre nicht runtergefahren. Und dann hätten wir jetzt sozusagen zur dritten Familie sein können. Ich konnte mich am Ende halt einfach überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich war so weg seit diesem einen Kapitel, wo einfach alles auseinandergebrochen ist. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Und irgendwann, und dann habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht und dort einen Fehler gemacht. Und irgendwann war halt einfach alles so verstrickt und ich habe einfach Kara umgebracht. Ich dachte, ich habe das schon gehört mit dem nicht bewegen und so, aber ich dachte nicht, dass es Kara galt. Weil ich aber zu dem Zeitpunkt einfach viel zu. Ich war einfach weg. Und am Ende konnte ich halt auch nichts anderes mehr machen, außer halt irgendwie weinen und denken, was passiert hier, was zur Hölle geht hier. Was ist das da im Hintergrund? Das kommt mir so gar nicht bekannt vor. Das jetzt schon, aber das davor kam mir gar nicht bekannt vor. Ich werde das letzte Kapitel jetzt nochmal spielen. Nicht jetzt. Ich kann jetzt gar nichts mehr. Ich kann jetzt überhaupt nichts mehr, also mich irgendwie in der Ecke zu kommen und weinen. Aber ich werde das Kapitel jetzt, wenn ich das Spiel das nächste Mal starte, halt einfach nochmal spielen. Und werde dieses Kapitel besser spielen, sodass Kara überlebt. Und dann werde ich das ganze Spiel nochmal von vorne spielen. Mit dem Hintergedanken, vor allem halt in puncto Marcus, einen rebellischen Aufstand zu machen und eine Revolution zu starten. Und werde sehen, wie das läuft. Oh Gott, das freut mich so für die beiden.
dass er jetzt einfach noch einen Sohn, so eine Art Sohn bekommen hat. Und das ist so toll. Okay. Alter, die letzten Kapitel haben mich gerade irgendwie so emotional zerstört. Und vor allem das mit Kara. Vor allem, dass sie gelächelt hat, als sie gestorben war. Sie wusste, dass alles durchkommt. Und Lufa irgendwie auch. Und dass die beiden vielleicht frei sind. Alter. Und das ärgert mich so, dass ich die nicht frei gekriegt habe. Das ärgert mich einfach so sehr. Alter, ich muss so verwischt sein. Okay, ich hoffe, dass der zweite Spielversuch, also dass der nächste Spielversuch jetzt einfach besser läuft. Dieses letzte Kapitel, was ich halt jetzt nochmal starten werde, dass das gut läuft. Dann werde ich ein bisschen böse Entscheidungen treffen und versuchen, Charaktere umzubringen. Versuchen, so blöd wie möglich zu spielen. Aber ich will vorher nochmal das gute Ende sehen. Ich glaube, es ist nicht das beste Ende, weil wir Simon verloren haben. Aber ich will ein gutes Ende sehen. Ich will, dass Kara lebt. Und ich kann mit dem Ende hier nicht leben. Aber mit dieser einen blöden Dummheit, die ich begangen habe, dass das jetzt das Ende so zerstört hat. Wenigstens lief es mit Marcus und Connor besser. Aber das mit Kara geht mir echt auf die... Ach ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich werde mich beim zweiten Spielverlauf auch ein bisschen anders entscheiden. Na gut, na, das bringt ja dann nichts, wenn ich sowieso alle umbringen möchte. Naja. Ich hätte sonst gedacht, wir lassen mal den Vater von Alice leben. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine andere Entscheidung, also einen anderen Weg. Weil ich glaube, dass die sich dann auch nochmal begegnen könnten, theoretisch. Dass er vielleicht erklärt, warum er so gehandelt hat oder so. Aber wir wollen ja böse spielen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde das sowieso sowas von nochmal neu starten. Ich meine, das ist nur mein Spielverlauf. Ich kann daran nichts mehr ändern. Ich kann nicht immer so eine Glückssträhne haben wie in Until Dawn. Wo man einfach beim ersten Mal alle durchgebracht hat. Aber ich kann damit nicht leben. Und ich habe gerade so Kopfschmerzen vom Weinen. Und ich kann gerade überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ich hoffe einfach, ihr wart genauso mitgenommen von dem Let's Play, wie ich das gerade war. Ich meine, ich kann einfach absolut nichts mehr dazu sagen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen bei meinem Let's Play. Ich glaube, es war das Ich glaube, es war das emotionalste Quantic Dream Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ich habe zwar, ich glaube, nicht so viel geweint wie in Beyond the Souls, aber auf jeden Fall am Ende in einem ganz langen Abschnitt, was ich bei Beyond the Souls nicht getan habe. Und allgemein war ich viel öfter mitgenommen. Und viel öfter hinterher, dass meine Charaktere überleben. Also die Story hat einen echt mitgenommen. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, welchen Charakter ich am liebsten mochte. Weil jeder auf seine Art irgendwie voll besonders war. Und jeder irgendwie auf seine Art toll zu spielen. Diese dumme Entscheidung, ganz ehrlich.
Er hat bestimmt in dem Moment halt anders gehandelt, als wenn man gerade so voll zerstört ist, so emotional und sich denkt so, Scheiße, ich muss hier irgendwie rauskommen, ich habe jetzt schon einen Fehler gemacht, dann kann man einfach nicht mehr rational denken. Und auch nicht mehr sich so richtig darauf zu konzentrieren. Ich war sowieso schon die ganze Zeit vollkommen weg. Alter. Wir werden eine Bonusfolge draus machen, wo ich dann nicht nur das Kapitel nochmal vorstelle, sondern auch alle Bonusinhalte höchstwahrscheinlich. Und da werde ich das halt auch nochmal machen, weil ich will das nicht so stehen lassen. Das will ich nicht. Oh, verdammt. Ich kann exakt gar nicht mehr. Mein emotionaler Level ist gerade so unten. Bitte verzeiht mir jetzt das letzte Kapitel, wo ich eigentlich nur noch schniefend durch die Gegend gerannt bin und dachte mir so, shit. Was tust du hier eigentlich? Warum müssen Quantic Dream Spiele so geil sein? Und einen so mitnehmen? Und warum zur Hölle hatte man hier so viele Gefühle für Blechbüchsen? Wenn man das nochmal vom Anfang aufgreift. Können wir jetzt beantworten, ab wann Menschlichkeit beginnt? Beginnt Menschlichkeit für euch ab dem Punkt... Oh, die Musik. Ab dem Punkt, wo jemand Gefühle hat? Oder ist Menschlichkeit viel mehr? Kann eine Maschine menschlich sein? Ich denke, das Spiel hat uns gezeigt. Ja, aber... Oh Gott. Ich will, dass der dieser Dingens da endet. Ich kann nichts mehr sagen. Ich kann einfach überhaupt nichts mehr dazu sagen. Ich meine, ich bin so überwältigt von dem Spiel. Ich muss nicht mal sagen, dass ich es unglaublich gut finde oder fand. Es ist offensichtlich, denke ich. Vor allem die Beziehung zwischen Connor und Hank jetzt. Es sah so aus, einfach als wären die wie so ein Vater und Sohn. Als hätten wir es wirklich geschafft, mit Hank so eine Beziehung aufzubauen. Und das mit Kara ist grausam. Wieso zur Hölle habe ich das getan? Ist ja eigentlich alle Entscheidungen so ziemlich in Ordnung, so wenn man sich so im Nachhinein ansieht. Eigentlich, bis auf Simon, war hier gar nichts so blöd. Außer das mit Kara, diese blöde Taste zu drücken. Obwohl er gesagt hat, wir sollen uns nicht bewegen. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich das getan habe. Special Thanks. Und ich muss sagen, ich danke für dieses Spiel. Oh, wäre das geil in VR gewesen. So, zeigst du mir das Ablaufdiagramm? Kampf um Detroit. Okay. Aha. Das kotzt nicht. Shit, Alter, das kotzt mich so an. Wieso gibt's hier noch so viel? Warum? Hey, ich erhalte zumindest ein paar Trophäen. Oh Gott. Mit wem fangen wir an? Das ist... Hot Plaza, Freiheitsmarsch. Wir haben gekniet. Ich glaube, es wäre egal gewesen, was wir getan hätten. Wir haben Barrikaden errichtet. Das verlassene Auto dazu benutzt. Gibt bestimmt andere Möglichkeiten. Haben hier ein paar Sachen gemacht. Zwei vergessen. Perkins trifft ein und wir haben die Verhandlung abgelehnt. Ich... Verteidigung der Barrikade. Okay, ich habe... Okay, das hätte hier sehr früh geendet. Der hätte uns umgebracht. So 100% hätte der uns umgebracht. Das war so ein arroganter Scheißdrecksack, der hätte uns so umgebracht. Marcus ist umstellt. North schließt sich ihm an. Josh schließt sich ihm an. Simon hatten wir nicht.
Soldaten erheben Waffen und wir haben North geküsst. Damit hat die öffentliche Meinung reagiert aufs letzte Gefecht der Androiden. Und die Präsidentin befiehlt, die Soldaten nicht zu schießen. Und damit haben wir wie 45%. Die Androiden haben die Freiheit gewonnen fürs Erste. Connor. Was ist denn das? Kampf um Detroit? Connors letzte Mission. Ah, Moment. Connors letzte Mission ist vielleicht, wenn wir gewählt hätten, kein Abweichler zu sein. Werden wir im nächsten Spieldurchgang rausfinden. Cyberlife Zentrale im Aufzug. Wachen angegriffen. Wachen aufgeschaltet. Stimme der Wache imitiert. Ja, Aufzug umleiten. Die Ebene erreicht. Kamera funktionsfähig. Und wir hätten sie ausschalten können. Das wäre natürlich super gewesen. Wachen erwarten können. Wir hätten die ausschalten müssen. Und wir haben aber die Wachen ausgeschaltet. Was dann letztendlich beide Connors schießen. Okay, Connor kämpfen. Connor ziehen Waffe. Hank nimmt die Waffe. Okay, wir wussten das. Wir wussten auch das. Und Hank tötet damit den neuen Connor. Und die Abweichler sind erwacht. Oh mein Gott. Und wie viele haben dieses schlechte Ende mit Kara gehabt? Ach so, das ist gar nicht Kara. Was ist das? Eine Straße in Detroit. Ach, Moment. Erhängte Androiden entdecken, eine Waffe finden. Übertragung. Ach, Moment. Kara und Alice wurden verhaftet. Na super, und wir hätten hier noch richtig viel weitergehen können. Ach du Heilige. Und dann wären wir halt erst später dort angekommen. Gucken wir uns jetzt noch das an. Im Rückrufzentrum nur 18%. Danke, liebes Spiel. Danke. Alice beruhigt. In die Reihe gestellt. Wir werden das mit Kara nochmal spielen. Kara und Alice werden getrennt. Auf dem Gelände. In vorherigen Szenen gerettet. Mit Lufa reden. Ah, Lufa hätte ja auch sterben können. In Reihe gestellt. Alice suchen. Beschwichtigen. Wachen beobachten. Mit Jerry reden. Daten sind abgelenkt. In einer Reihe mit Alice. Es gibt so viele Wege. Oh, verdammt. Soldaten erschießt Kara. Kara ist zu beschäftigt, um weiterzumachen. Beschädigt, um weiterzumachen. Wir haben einfach mal ein Ende, was so ziemlich 0% haben. Und es ist grausam. Es ist grausam. Ist das das, was wir schon hatten? Achso, das ist ein... Ach, Markus Revolution hatten wir ja nicht. Und das hatten wir schon. Ich muss Ihnen etwas sagen. Oh Gott. Geh los. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Ja. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Danke.
Und sie geht. Oh Gott. Das war's mit Detroit Become Human. Wir werden das Kara-Ende nochmal ändern. Wir werden das ab dem Zeitpunkt, wo wir Lufa da retten, das werden wir nicht verkacken. Und werden dementsprechend Kara und Lufa und so zusammen rausbringen. Mit Connor und Marcus werden wir wahrscheinlich ähnliche Dinge tun. Wir werden Connor und Marcus nicht sterben lassen in dem kurzen Kapitel. Wir können ja mal gucken, ob wir die Kapitel überhaupt so wiederholen können. Wir gehen mal weiter. Kampf um Detroit nach der Seele Scheideweg. Also es ist das hier prinzipiell. Ja. Und da werden wir das nochmal spielen und gucken, wie schaffen wir es diesmal. Und dann werden wir einen eher bösen Spielverlauf machen. Okay, ich danke euch fürs Zusehen. Ein wirklich grandioses Spiel und ich muss jetzt so an der Stelle sagen, storytechnisch das beste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ja. Okay. Danke fürs Zusehen. Ich habe 4 Jahre drauf gewartet und konnte es jetzt endlich spielen und danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich im zweiten Spielverlauf wieder oder halt gleich in dem Bonuskapitel. Und ich hoffe wirklich schon, dass das direkt morgen kommen kann, denn ich habe es jetzt auch schon aufgenommen. Also läuft alles ganz gut eigentlich und wir werden hoffen, also ich hoffe einfach mal, dass ich es bis morgen schaffe, dass es auch morgen direkt kommen kann. Und der zweite Playthrough wird auch ziemlich bald kommen. Und ja, was kann ich zu Detroit abschließend jetzt im letzten Moment in meinem letzten Ausschuss sagen? Es war ein grandios geiles, verdammt geiles, fucking geiles Spiel. Und man wartet da 4 Jahre drauf und man bekommt es einen Tag zu spät wegen blöden Animationen. Und man ist dann so aufgeregt, es zu spielen. Und es war von Kapitel zu Kapitel wirklich spannend. Es gab kein Kapitel und kein Charakter, den ich nicht spannend oder toll fand. Und mit dem ich nicht irgendwie eine Bindung aufbauen konnte. Und das Ende, das mit Kara, ist halt echt scheiße gelaufen. Also ich glaube, blöder hätten die Dinge nicht laufen können. Aber ich weiß nicht. Es lief halt scheiße am Ende, aber insgesamt, und ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, bin ich eigentlich relativ zufrieden mit meinem Spielverlauf. Ich meine, klar, das Bonuskapitel zeigt, es gibt einige Kapitel, die ich jetzt im letzten Moment anders gemacht hätte, wenn ich mich jetzt noch anders entscheiden könnte. Aber es insgesamt kann ich sagen, es ist in Ordnung. Und es hätte schlimmer kommen können. Ich hätte mich oft schlimmer entscheiden können, es hätte oft viel schlimmer sein können, als es tatsächlich war, dann im Endeffekt. Und deswegen bin ich relativ zufrieden damit, wie es dann letztendlich doch gelaufen ist. Und hoffe, ihr fandet das Let's Play auch in Ordnung und habt nicht irgendwie bei meinen Entscheidungen gedacht, warum macht sie das so? Und ich habe es ja immer versucht, ein bisschen zu erklären. Und ich kann einfach gar nicht sagen, wie umwerfend gut ich die Story fand. Ich dachte mir schon, als ich es bekommen habe, das Spiel wird besser als Heavy Rain. Und wer mich kennt, der muss wissen, dass Heavy Rain eigentlich das liebste, mein liebstes Spiel von diesen interaktiven Filmen ist. Also Heavy Rain steht bei mir über Beyond Two Souls und über Until Dawn und es hat Heavy Rain um Längen übertroffen. Und Heavy Rain war bisher, glaube ich, so das, was von Story her mein Lieblingsspiel war. Es gibt viele Spiele, die nah rankommen, aber Heavy Rain ist von der Story her, glaube ich, bisher das beste Spiel, was ich gespielt habe. Und Detroit hat es übertroffen. Das heißt, ich kann hiermit zu Recht sagen, es ist das beste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ganz ehrlich. Und es ist einfach eine unwerfend gute Story gewesen. Es hat mich so mitgenommen und ich musste tatsächlich weinen und nicht nur weinen. Ich habe einfach die ganze Zeit auch, ich hatte Aggression teilweise, ich hatte Mitfieberung ohne Ende und es war halt echt unglaublich gut umgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen des Let's Plays und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, also im bösen Playthrough, beziehungsweise im Bonuskapitel, wo ich alles noch besser spiele. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen vom Let's Play und wir sehen uns dann. Bis dahin und Dankeschön! My name is Connor. My name is Marcus. This is our story.